Hans Schweiger und der legendäre Rowdy. Guck mal, schwarz und darunter weiß. Was ist los beim Rowdy? In Fürchdorf hat das doch so richtig gut hingehauen. Hier und heute scheint es nicht so richtig zu klappen für den Hans Schweiger. Ja, sieht spektakulär aus. Wenn ich das nicht stehe. 1 Minute, 2-stufige Aufladung, 4 Radar, jetzt geht's los. 7 Minuten. Alles gut, alles gut. Die Evolution! Wo sind die Teenie-Fans? Wir wollen gleich machen, wenn Tommy den Helm abgenommen hat. Richtig laut machen. Nicht losfahren. Tommy, ganz gutes Statement brauchen wir von dir. Sieht so aus, als wenn alles ganz geblieben wäre. Hörte sich auch richtig gut an. Nee, hat die Scheiße angehört. Also leistungsmäßig. Also wir haben zurückgedreht, ja, weil irgendwo, sag ich mal, irgendwann setzt der Verstand ein und sagt, vielleicht solltest du einfach erstmal wieder fahren. Und das andere kommt dann irgendwann. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen viel zurückgedreht. Und er hat ziemlich gestottert und alles. Und normalerweise sind das, denke ich mal, 1000 PS mehr. Aber es hat jetzt, ich habe gerade selber ausgeschaltet und ich habe gesagt, es ist egal, Hauptsache es läuft heute und ich stelle ihn selber aus. Der Rest kommt irgendwann. Wir sind gespannt. Unser Gast aus den Niederlanden, Green Gangster Deer. Modified und Green Gangster hier. Wir haben einen riesen Abflug. Das ist hier super ugly. Er wird 2 Turbolader und ist der nächste Starter. Und auch der zweite Diesel mit Problemen hier in der Superstock. Es ist der neue Motor arbeitet. Und der Getränkewagen steht im Weg, aber da kommt er, Best Solution! Und er quält sich auf dem Weg sein und am Niederlage extrem schwere Bremswagen-Einstellung. Der Best Solution scheitert an der Full-Pull-Marke. Und das ist der Wagen, der Italiener, der Fahrer, der Stadtmäßige, der Solo-Wagen ist immer fährt den Traktor. Platzfreigabe für Midnight Deer. Fantastisch heute, Superstock auf den Start. Startfreigabe viel. Und er kann mithalten bei den großen Großstorf. Es geht weit nach vorne. Er war einiger Europameister. In Dänemark, glaube ich, damals geworden. Sehr, sehr geil. Oh Gott. Da geht er richtig groß los, der Rowdy. Und da habe ich mir gerade... Zu Hause bist, stellst du den Pokal auf den Abschlag, hast ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und Fox von Teenie Evolution. Ja, das überlegen wir uns noch.